Betroffen sind wir fast alle. Es gibt da eine, die weiß viel mehr über uns, als wir glauben. In der Anonymität verschwindet bei ihr keiner. Die Schutzgemeinschaft für allgemeine Kreditsicherung, abgekürzt Schufa, ist die bekannteste Auskunftei in Deutschland. Sie sitzt in Wiesbaden. Das private Unternehmen sammelt Daten von 67 Millionen Deutschen. In Mainz haben viele schon davon gehört, aber die wenigsten wissen, was da genau passiert. Da wird man gelistet, wenn man Einträge hat, also laufende Kredite, und ich glaube, wenn man sie nicht bezahlt hat. Landläufig verbindet man damit Schulden. Man weiß, dass es die Schufa gibt und dass sich da Auskünfte eingeholt werden, aber nähere Informationen wurden einem ja nie gegeben. Was wird bei der Schufa eingetragen? Die Schufa arbeitet mit Vertragspartnern zusammen. Von ihnen bekommt sie Daten, wie zuverlässig Kunden zahlen. Wer einen Vertrag unterschreibt, erlaubt oft automatisch, dass die Daten an die Schufa weitergegeben werden. Und das ist viel mehr als Name, Geburtsdatum und Wohnort, sagt Christian Gollner von der Verbraucherzentrale in Mainz. Die Schufa sammelt vor allem Informationen von Banken und Sparkassen zu laufenden Girokonten, zu laufenden Krediten, aber auch zu laufenden Mobilfunkverträgen beispielsweise oder zu Konten bei Versandhändlern. Aus diesen Daten errechnet die Schufa einen sogenannten Score. Dieses Scoring-Verfahren ist datenschutzrechtlich zulässig. Wie der Wert genau entsteht, ist ein Geschäftsgeheimnis. Immer wieder hört man, dass in diesen Score-Wert auch einbezogen wird, wie häufig ein Verbraucher umgezogen ist. Dahinter steckt die Idee, dass wer jährlich umzieht, wahrscheinlich seine Rechnungen ungern zahlt. Dieser Zusammenhang, der da gemacht wird, der steht immer wieder in der Kritik. Einkommen und Vermögen interessiert die Schufa nicht. Je höher der Score-Wert ist, desto besser. Ein guter fängt bei 90% an, sagt die Verbraucherzentrale. Wer hat Einblick in meine Daten? Vertragspartner geben nicht nur Daten weiter, sie können auch darauf zurückgreifen. Wie die Sparkasse Rhein-Nahe zum Beispiel. Der Schufa-Score hilft einer Bank dabei, einen Kunden einzuschätzen. Der Neukunde, der zu uns kommt, den wir persönlich nicht kennen, wenn es einfach um Fragen geht der Bonität, zum Beispiel in der Beantragung eines Dispositionskredits, einer Kreditkarte, eines Privatkredites, dann ist es halt ganz wichtig, da auf die Schufa-Daten zuzugreifen, um dem Kunden von Anfang an den vollen Umfang eines Kontos gewähren zu können. Jeder kann einmal im Jahr eine kostenlose Selbstauskunft anfordern. Einen Antrag gibt es auf der Schufa-Internetseite. Um ihn zwischen Bezahlpaketen mit Zusatzleistungen und Abos zu finden, muss man sich durchklicken. Und das heißt auch nicht Selbstauskunft, sondern das heißt hier Datenübersicht nach § 34 Bundesdatenschutzgesetz. Das ist keine falsche Bezeichnung, aber Selbstauskunft taucht da eben nicht auf. Wer einfach in Suchmaschinen Selbstauskunft eingibt, landet schnell auf Seiten von zwischengeschalteten Drittanbietern, die die Anfrage an die Schufa weiterleiten, kostenpflichtig. Welche Auswirkungen hat der Score? Wer seine Raten oder Kredite zuverlässig abbezahlt, kann bei der Schufa Punkte sammeln. Bei einem schlechten Schufa-Wert wird einem der Kauf auf Rechnung oder der Handyvertrag verwehrt. Und es könnte Probleme bei der Bank geben. Ein etwas schlechterer Schufa-Wert führt dazu, dass insbesondere im Bereich der Konsumentenkredite die Kondition etwas höher ist für den Kunden. Und bei einem negativen Schufa-Wert, wie zum Beispiel eine eidesstattliche Versicherung oder eine Kontokündigung, kann das dazu führen, dass der Kredit nicht ausgereicht wird. Wie kann man gegen Fehler vorgehen? Bei der Schufa können zum Beispiel Namen verwechselt werden oder Falscheinträge passieren. Aber dagegen ist man nicht machtlos. Deswegen ist es wichtig, bei Fragen, Schwierigkeiten, Falscheinträgen am besten mit der Auskunftei sprechen, sagen, der Eintrag ist falsch. Die Auskunftei muss sich dann darum kümmern und eine Klärung herbeiführen. Fazit: Die Schufa sammelt Daten hauptsächlich über das Zahlungsverhalten von Verbrauchern. Jeder hat einmal im Jahr das Recht auf eine kostenlose Selbstauskunft. Wenn nachweislich falsche Daten eingetragen sind, kann man veranlassen, sie zu löschen. In der Regel bleiben Einträge bei der Schufa 3 Jahre gespeichert.